Wow, Ars wie Wendy. Die Kunst des Lebens. Das ist tatsächlich mein allererstes Tattoo gewesen. Und ich dachte mir damals so, okay, das bleibt das einzige Tattoo. An so einer sehr versteckten Stelle. Nach wie vor bedeutet dieses Tattoo so viel für mich, denn es heißt ja auf Lateinisch Lebenskunst, also die Kunst des Lebens. Und für mich ist es auch wirklich eine Kunst, dieses Leben so zu führen, wie man es sich selber vorstellt, als Künstler durch dieses Leben zu gehen, das Leben eben zu einem Spiel zu machen, zu seinem eigenen Meisterwerk zu machen. Und dieses Tattoo erinnert mich tatsächlich immer an diese Zeit damals. Ich war Studentin, BWL-Studentin in Düsseldorf und ich habe schon diese Sehnsucht gespürt nach meinem außergewöhnlichen Leben, nach der Künstlerin in mir. Und jetzt schaue ich zurück und denke mir, yes, diese Künstlerin ist nach und nach immer mehr rausgekommen und genau das ist auch mein Lebensziel, das Leben als Kunst zu sehen, Lebenskunst wirklich zu leben und dieses Leben als Hauptdarstellerin in meinem eigenen Film zu leben und nicht als Nebenrolle. Denn ich glaube, genau darum geht es, oder? Sein eigenes Leben zu seinem eigenen Meisterwerk zu machen. Und für mich steckt da auch wiederum drin, seine eigene Heldenstory zu schreiben, das Mindset in schwierigen Situationen. Also, Ars Vivendi, die Kunst des Lebens. Vielleicht auch ein Reminder heute an dich. Die Kunst des Lebens wirklich wahrzunehmen, die Schönheit des Lebens wirklich zu sehen. In jeder Sekunde haben wir die Möglichkeit, diese Kunst zu sehen, mit allem, was dazugehört.